Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Die Legende des Trikaros. Ja, es ist Fischpuzzle-Event und wir haben natürlich schon ein bisschen geangelt. Ich werde es heute nochmal ein bisschen erklären, wie es angeln geht und was wir alles so vorhaben mit den Truhen, wo man da kriegt und was es eigentlich für ein Event ist. Vorerst werden wir mal das Event erklären. Also generell, man muss Fische fangen, um solche Puzzleboxen zu kriegen. Dann klickt man hier oben auf Event, macht Fischpuzzle Event oder halt Fischpuzzle Spiel, macht Start und dann hat man hier so eine Truhe. Ja, ich will die verwenden und dann geht's los. Da muss man quasi gucken, wie legt man die Bauteile, ja, diese Puzzleteile hier rein. Und umso weniger Puzzleteile man braucht, umso eine bessere Truhe kann man dann im Endeffekt auch kriegen. So, und da würde ich immer so mit den Ecken und so arbeiten. Also ihr könnt es ja mal so ein bisschen angucken, wie ich das immer so aufbaue. Ja, das ist zum Beispiel, ja, das wollen wir fallen lassen. Und man braucht, glaube ich, unter 10 oder ja, 10 Versuche. Und dann kriegt man eine große. Jawohl, das wäre jetzt zum Beispiel schon die erste goldene Fischerbox G. Das heißt, die hat drei Öffnungen. Es gibt eine M, die hat zwei und es gibt eine K und die hat einen, also klein, mittel, groß. So, und dann geht es hier weiter und umso besser das hier geht, kriegt man natürlich die bessere Truhe. So ist natürlich ultimativ. Ja, jetzt habt ihr natürlich das Ding, ihr könntet jetzt hier gucken, dass ihr noch zwei gelbe holt, was natürlich auch gut wäre. Ihr könnt natürlich hier ein gelbes holen und hier vielleicht, ja, generell, ich würde auf zwei gelbe hoffen. Gut. Die blauen, das ist halt auch so eine Sache. Die orangenen würde ich jetzt mal gar nicht verwenden. Ja, okay. Also eine große wird es auf jeden Fall nicht. Und jetzt hat man halt die Wahl. Man könnte jetzt alles mit orangenen vollfüllen oder halt auf zwei gelbe hoffen. Wenn natürlich jetzt orange füllt und zwei gelbe kommen, dann hat man natürlich, ja, okay, jetzt hätte man schon zum Beispiel voll gehabt, hätte man die drei orangenen nicht mit Rechtsklick weggeworfen. Aber jetzt hoffen wir halt, ja. Okay, wir machen mit Orangen. Jetzt kommt Gelb, oder? Nee. Auch nicht. Okay, die Gelben dauern ein bisschen. Auch nicht. Und jetzt kommt Gelb, oder? Nee, Orange. Ich glaube, unter 20 Versuche gibt, glaube die mittlere. Also wir sind jetzt bei der Kleinen, oder? Nee, Mittel sogar. So, und die ist jetzt rausgefallen aus dem Inventar, ja. Ja, so funktioniert das Ganze. Wir machen da heute auch einen Livestream ab 17 Uhr, wer da dabei sein will, auf Trika. Ich mache das natürlich mit insgesamt 5 Chars parallel. Ja, zwei davon sind für Trika und drei davon sind halt meine eigenen. Deswegen, ihr solltet halt Level 30 sein, dann könnt ihr halt angeln. Wir machen jetzt mal so ein bisschen was auf. Da kam Yang raus, kritischer Kampf und ein Affenei. Ja, also es kommen schon gute Sachen raus. Ihr könnt dann gerade die Karpfen noch für das Fischer-Event bewahren, ja. Und den Rest einfach öffnen. Vielleicht kriegt ihr ja noch ein paar Muscheln raus. Das ist ja auch noch sowas, was man dann als lohnenswertes kriegen könnte. Gräten zum Verkaufen. Mal gucken, ob wir eine Muschel kriegen. Tote Manda. Dadadadadad. Muscheln eher wohl weniger. Ja, manchmal kommen Muscheln raus, manchmal nicht. Aber hier wollen nur Gräten. Gräten, Gräten, Gräten oder tote Fische. So, was kommt da raus? Buch des Anführers und Feuerwerkskreisel. Da kommen natürlich auch geilere Sachen raus. Wir spielen das jetzt noch so ein bisschen gleich. Und ja, dann gehen wir zum Fischer, zeigen mal, was man so alles braucht. Hier. Laden öffnen, ihr baut, ich nehme immer so zwei von den Kugeln, dann sowas noch und also Würmer, zwischen Pastel und Würmer, ich weiß nie, das ist so ein Phänomen im Metin 2, was schon ewig kursiert, dass Pastel schlechter sei als die Würmer, aber mein Gott, dann nehmen wir halt die Würmer. Ja, was auch helfen soll, ist das Fischereibuch, hat man ja mal gesagt, aber ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es stimmt. Ihr könnt zwar mit dem Fischereibuch seltene Fische fangen, aber ich finde das sogar eher kontraproduktiv für das Fischpuzzle-Event, weil ihr dann wirklich für die seltenen Fische, ja, die kriegt ihr halt kaum und somit auch keine Puzzleboxen. Und wie ihr das zieht, also ich werfe das rein, Fischkugel ist an, dass ich sehe, was ist für ein Fisch, dann Zander, Mai 1, 2 und dann ziehe ich.
Also generell nach der Blase, wo dann auftaucht, muss man zählen. Die Werte werde ich jetzt nochmal hier einblenden, dass ihr seht, was ab wann man welchen Fisch rausziehen sollte nach der Fischerblase. Genau, wir machen das jetzt noch ein, zwei Mal, dass man sieht, wie ich das meine. Vielleicht kriegen wir auch gleich noch einen Fisch. Und pro gesammelten Fisch kriegt ihr da so 5 Puzzleboxen, also mit 5 Puzzlestücken. Und die könnt ihr dann für das Event nutzen. Und wenn ihr Glück habt, eine große kriegen oder eine mittlere, aber kann halt auch klein werden, wenn ihr viele Versuche braucht. Und es dauert natürlich ein bisschen jetzt mit dem Ziehen. Da ist leider nichts dran gewesen, da könnt ihr gleich ziehen. Ich glaube auch, dass das Angel, also die Angelroute sollte schon plus 2 sein, dann kommt nämlich, glaube seltener der Text mit, ja, er hat nichts gefunden oder es hat was mehr anderes angebissen oder was da auch immer für ein Text kam. Was kam da? Etwas hat angebissen, aber du kannst nicht erkennen, was es ist, genau. Und das kommt dann, glaube ich, seltener, umso höher auch die Angelroute ist. So ist meistens mein Gefühl. Und gut, parallel könnt ihr das natürlich mit 5 Chars machen, das geht schon. Wenn ihr halt den Fenstermodus zum Beispiel nutzt. So, Mandarinfisch, 1, 2, 3, leider nicht gezogen. Ja, und so müsst ihr das halt machen. Mandarinfisch ist zum Beispiel zwischen 2 und 3 Sekunden nach der Fischerblase. Genau, jetzt spielen wir noch da so ein bisschen was. Jetzt haben wir da wieder gelb, grün. So baue ich das eigentlich ständig auf. Ihr könntet natürlich auch hier jetzt einen Orangen setzen oder da. Kann man auch machen, dann könnt ihr zum Beispiel auf den grünen hoffen. Oder halt dementsprechend könnt ihr halt blau machen. Aber habt dann halt das Problem, müsst ihr halt irgendwie anders auffüllen. Kann man aber auch trotzdem so machen zum Beispiel. Dann könnte man den hier so hinsetzen. Da kommt jetzt, ja gut, jetzt habt ihr halt das Problem, die grünen könnt ihr jetzt nicht mehr verwenden. Weil dann bräuchtet ihr, obwohl, doch könnte man noch, könnte man sogar noch verwenden. Ja, aber den hier wäre eher schlecht, dann braucht er nämlich 3 Orangen, ne? Den kann man auch nicht verwenden. Das machen wir, jetzt brauchen wir noch einen grünen und orangenen. Orange Hammer. So, und jetzt brauchen wir noch einen grünen. Jawohl, aber leider nur eine M-Truhe. Aber so funktioniert das. Ihr müsst also irgendwie eine Taktik finden, wie ihr diese Bauklötzchen anordnet, ohne großartig viel ja, Platz zu verschwenden. So zum Beispiel ist auch eigentlich ganz geil. Kann man nämlich hier das so auffüllen. Jawohl, und jetzt fehlt nur noch so ein hellblaues. Leider nein. Leider nein. Ihr könnt jetzt natürlich auch das Gelbe machen und dann auf ein Orangenes hoffen. Das wäre auch noch sowas. Jawohl. Das war sehr nice. Jetzt haben wir schon eine große. Also ich bin schon Fischpuzzlemeister, würde ich hier behaupten. Ja. Ja, ihr könnt das verschiedenst eure Taktiken auch jedes Mal gleich anwenden und gucken, was für euch besser funktioniert. Da haben wir jetzt halt wieder zum Beispiel das Problem, dann bräuchte da wieder ein paar mehr. Dann zum Beispiel, wenn ich es jetzt so machen würde, dann bräuchte ich links ein gelbes, ein grünes und dann bräuchte ich wahrscheinlich 2 orangene und ein rotes noch. Könntet natürlich auch das so stecken, also eins parallel wäre auch möglich. Ja, jetzt hätten wir genau den Fall gehabt, aber ja. Was könnte man jetzt machen? Das könnte man offen lassen. Würde das was bringen? Dann bräuchte man trotzdem 2 Orangene. Das wäre eher schlecht. Doch, so könnte man es machen. Ja, das könnte man machen. Also, komm, wir probieren es einfach mal. Vielleicht klappt es ja. Oder auch nicht. Ah, doch. Funktioniert sogar nur Orangenes. Nein, schade. Ja, jetzt braucht ihr halt das Orangene kleine Stückchen. Und das kommt halt dann wahrscheinlich sehr selten. Und dementsprechend viele Puzzleboxen verbraucht ihr dann halt auch. Für dieses kleine Stückchen. Ja. Genau, und so funktioniert das Spielchen. Und ja, da müsst ihr halt euch verschiedene Taktiken überlegen, wie und wie ihr das Ganze machen wollt. Und ja, klar, da hat jeder so ein bisschen seine eigene Taktik, wie er das Ganze macht. Und
Aber manche sind recht gut, manche sind eher weniger gut. Da könnte man jetzt zum Beispiel rot und dann könnte man da grünes holen. Dann müsste man aber das Orange halt wegwerfen. Aber man könnte es zum Beispiel so machen. Dann könnte man nämlich hier nämlich nochmal ein rotes hinsetzen. Das würde ich wegwerfen. Das ist jetzt eher kontraproduktiv. Das blaue, das kann man auch wegwerfen. Ja, meistens kommt dann das, was man nicht haben will, so wie man es jetzt sieht. Genau, das Orange würde nämlich für mich auch keinen Sinn machen. Ich brauche eigentlich nur noch Gelb und Grün. Genau, dann kann man nämlich sagen hier und dann bräuchte man nur noch zwei Grüne. Aber das dauert natürlich jetzt wieder Ewigkeiten, bis dann das Grüne kommt. Und das ist halt genau der Faktor, wo man sich dann halt aufhängt und seine ganzen Puzzleboxen verbraucht. Aber naja, es hat halt auch wieder viel mit Glück zu tun. Aber auch ein bisschen was mit Taktik, das Ganze. Weil wenn ihr es halt scheiße anordnet, dann braucht ihr umso mehr Orangene oder Grüne oder generell ja halt mehr Puzzleboxen. So, das gibt jetzt eine kleine. Ich glaube, alles über 25 gibt nämlich klein. So. Dann machen wir das Ganze mal auf. Segenskugel ist schon mal nice. Durchbrauchender Kampf. Geschwindigkeitstränke, die sind halt auch mega geil, gell? So, was haben wir da noch? Erfahrungsring, die 30-Minuten-Ringe, wo oben hier oben reingehen, zusätzlich zum Item-Shop-Ring, die sind auch richtig cool. Nochmal ein Erfahrungsring. Feuerwerkskreisel, durchbrauchender Kampf und Zen-Bohne. Da kommen natürlich auch Sachen wie Bonieren raus, Switchen. Ein Rappensiegel, also ein Reittiersiegel, wovon man schlagen kann. Und auch die Heldenmedaille, das sind so Punkte, die sind halt richtig fett. Gut, das war's dann zu dem Video Fischpuzzle-Event. Das geht jetzt 2 Tage lang, also Samstag, Sonntag. Und nutzt es aus, ist ein cooles Event. Lasst ein Like da und Kommi, wie ihr das Video fandet oder generell, wie ihr das Event findet. Und natürlich ein schönes Abo, das wäre natürlich auch schön, weil wir haben jetzt 1800 Abos erreicht, das finde ich richtig nice. Und ja, seid beim Stream dabei heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.